Ja. Perfekt. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Kapitel von Numerik 1 zum Thema Eigenwertprobleme. Ja, hier das Wort ist ein bisschen missverständlich. Es bezieht sich natürlich auf den mathematischen Sinn, ne? Eigenwertprobleme. Von Eigenwerten habt ihr sicher schon mal gehört in der linearen Algebra. Und als Informatiker stellt man sich ja auch oft dann die Frage, was soll der Blödsinn, wozu brauche ich den ganzen Mathe-Quatsch? Und bevor wir wirklich jetzt dazu kommen, wie wir Eigenwerte numerisch berechnen können, möchte ich das Ganze mal ein bisschen motivieren. Ja? Warum braucht ein Informatiker Eigenwerte? Ja? Warum muss man sich auch als Informatiker mit diesem Thema in irgendeiner Form befassen? Ja? Ja, eine der wichtigsten Anwendungen der Eigenwertprobleme ist die Bildverarbeitung. Ja, zum Beispiel spielen Eigenwerte bei Gesichtserkennung eine sehr große Rolle. Ja, und dabei werden halt die Bilder quasi als Pixelvektoren des R auf N aufgefasst. Ja, also jedes Bild ist dann quasi ein Pixelvektor, ne? Also man geht das Bild quasi dann zeilenweise durch und erhält dann für jedes Bild einen riesigen Pixelvektor der Länge n, also n ist dann eine sehr große Zahl. Ja, und dann hat man natürlich verschiedene Bilder. Ja, die Anzahl Bilder habe ich immer mit groß M bezeichnet, hier muss natürlich dann stehen groß M aus n. Ja, und groß M soll die Anzahl an Bildern sein. Ja. Und ich möchte jetzt quasi Gesichter erkennen, also im Raum der Bilder möchte ich jetzt irgendwie Gesichter erkennen. Und ich möchte natürlich, wenn ich ein Gesichtsbild habe, dieses Bild auch dann der entsprechenden Person dann auch zuordnen. Und die Hauptfrage, die sich hier stellt, ist jetzt, kann man den Raum der Gesichtsbilder irgendwie als Unterraum des Raumes aller Bilder repräsentieren? Ja, und wenn ich dann quasi mich in diesem Unterraum befinde, kann ich dann irgendwie neue Gesichter erkennen, beziehungsweise ja, alte Gesichter dementsprechend einer Person zuordnen? Ja? Die Antwort ist ja, das geht. Und das geht über die Bestimmung der sogenannten Kovarianzmatrix der Gesichtsbildvektoren. Die Kovarianz beschreibt ja, die Abweichung vom Durchschnitt, in dem Fall die Abweichung vom Durchschnittsbild. Kommt aus der Statistik. Ja? Und ja, hier kommen jetzt Eigenvektoren ins Spiel. Die Eigenvektoren von dieser Kovarianzmatrix, die spannen diesen Unterraum der Gesichtsbilder auf. Ja, und das heißt, ich kann dann hingehen und ein neues Bild in diesen Unterraum projizieren, der von diesen Eigenvektoren aufgespannt wird. Ja, und innerhalb dieses Unterraums kann ich mich ja dann bewegen, da kann ich ja dann auch Abstände berechnen, ja, und dann auch Ähnlichkeiten von Gesichtern irgendwie feststellen. Ne? Ja, indem ich ja quasi ein Gesicht als Vektor interpretiere. Ja, hier haben wir also die erste Anwendung von Eigenvektoren und Eigenwerten natürlich, die auch eine Rolle spielen. Anhand der Eigenwerte kann ich übrigens entscheiden, ja, welche Komponenten, also welche Eigenvektoren überhaupt in diesem Unterraum eine Rolle spielen. Ja, also betraglich kleine Eigenwerte bzw. Eigenvektoren, die zu diesen betraglich kleinen Eigenwerten gehören, kann ich auch vernachlässigen. Ja? Das Ganze nennt sich auch PCA,
also Principal Component Analysis, oder zu Deutsch Hauptkomponentenanalyse. Ja, diese Eigenvektoren, die diesen Unterraum aufspannen, die werden auch Hauptkomponenten genannt. Ja? Und mit dieser PCA kann ich eine Dimensionsreduktion durchführen, ne, mit Hilfe der Eigenwerte, indem ich halt die betraglich kleinsten Eigenwerte bzw. die Hauptkomponenten zu den betraglich kleinsten Eigenwerten vernachlässige. Ja, da ich hinten raus so ein bisschen noch Zeit habe, werde ich euch ein bisschen die PCA in der letzten Vorlesung auch mal vorstellen. Ja? Ist ein ganz interessantes Thema. Ja, eine weitere wichtige Anwendung von Eigenwerten in der Informatik ist das sogenannte Page Ranking. Das geht auf dessen Erfinder Larry Page zurück, obwohl es um Webseiten geht, aber Page steht hier tatsächlich nicht für Seite, sondern für den Namen des Erfinders. Ja, und dieses PageRank-Verfahren, das modelliert quasi das Verhalten eines Internetbenutzers, der irgendwie über irgendwelche Links irgendwelche Webseiten aufruft. Ja? Und ihr habt euch ja bestimmt schon mal gefragt, gut, mittlerweile ist das ja auch alles manipuliert, wie wir wissen, weil Google ja auch Werbung für sich selber machen möchte, aber ursprünglich ist dieses Zustandekommen dieser relevanten Seiten, ja, wenn man irgendwas googelt, ein Eigenwertproblem. Ja? So, und für dieses Eigenwertproblem muss man natürlich eine bestimmte Matrix aufstellen. Und das Prinzip dieses PageRank-Verfahrens ist das folgende. Ja, das Gewicht von irgendeiner Seite, das ist der sogenannte PageRank, dieses Gewicht, ja, das soll umso höher sein, je mehr Seiten auf die Seite verlinken. Ja? Und wenn diese Seiten auch ein hohes Eigengewicht haben, dann soll der PageRank umso größer sein. Ja? Also eine Seite wird also quasi als wichtig angesehen, wenn viele Seiten auf sie verlinken. Ja, da gibt es eine Formel für, das ist diese hier. Für den PageRank von irgendeiner Webseite A. Ja, versuchen wir die mal so ein bisschen zu verstehen. Dieses Q ist die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Seitenwechsels. Ne, spielt ja auch eine Rolle. Im Internet kann es ja sein, dass ich durch Zufall mal die Seite verlasse. Das Q wird natürlich durch T dividiert, durch die Gesamtanzahl an Seiten. Ja, und in dieser Summe steht der PageRank von all den Seiten PI, die auf A verlinken. Da haben wir ja gesagt, der PageRank soll umso größer sein, je mehr Webseiten auf A verlinken. Ja, ja, und die Summe, also jeder Summand wird noch dividiert durch dieses L von PI. Das ist die Anzahl an Seiten, auf die die Webseite verlinkt. Ja? Ja, also der PageRank ist umso kleiner, je mehr Links von der Seite ausgehen. Ja, also eine Seite wird also quasi als unwichtig anerkannt, wenn halt viele Links von dieser Seite ausgehen. Ja, also wichtiger ist, dass Seiten auf die Webseite verlinken. Ja? Okay, ja gut, wenn Q die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Seitenwechsels ist, ist 1 minus Q natürlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wirklich ein Link benutzt wird. Ne? Und deswegen wird diese Summe hier mit 1 minus Q gewichtet. Ja? Okay, und die Eigenwerte, die wir hier berechnen, sind die Eigenwerte der sogenannten Google-Matrix. Ja, und die Google-Matrix, die kommt folgendermaßen zustande. Ja, man muss ein paar Definitionen vorschalten. Man braucht für die Webseiten eine sogenannte normierte Adjazenzmatrix. Ja, Adjazenz steht ja für Nachbarschaft im weitesten Sinne. Ja, und
ein Eintrag AIJ von dieser Adjazenzmatrix ist gleich 1, wenn die Seiten I und J durch einen Link verbunden sind, ansonsten 0. Dann gibt es die sogenannte Linkmatrix L. Ja, LIJ ist dann definiert als 1 durch L von PI. Ja, L von PI sind, wie gesagt, die Anzahl an Links, die von der Seite PI ausgehen, aber nur dann, wenn der entsprechende Eintrag der Adjazenzmatrix gleich 1 ist, ansonsten haben wir auch 0. Dann gibt es den sogenannten Dengning-Nodes-Vektor. Dengning steht für Sackgasse, ja? Also Sackgassenknoten. Ne? Ja, also wenn es irgendwann von PI keinen Link mehr gibt, dann hat dieser Vektor den Eintrag 1, ansonsten 0. Ne? Ja, wenn es keinen Link mehr gibt, dann bin ich ja irgendwie in eine Sackgasse gelaufen. Ne? Ja, und dann, den hatten wir schon mal öfter in der Numerik, den 1-Vektor, also den Vektor, der aus lauter Einsen besteht, aus dem R hoch T, und T war die Gesamtanzahl an Webseiten. Ja, dann kommt die Google-Matrix folgendermaßen zustande. Gut, das ist eine Formel. Ist egal, wie die sich jetzt genau zusammensetzt. Ne? Auf jeden Fall spielen diese ganzen Sachen, die ich gerade definiert habe, eine Rolle. Ne? Also die Link-Matrix, der Vektor aus lauter Einsen und der Dengning-Nodes-Vektor. Ja? Und das D ist das Q. Ja. Okay, das heißt hier jetzt D. Ja? Das, was vorher Q hieß. Ne? Die Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Seitenwechsels. Ne? Okay, so setze ich also die sogenannte Google-Matrix dann zusammen. Und ja, jetzt löse ich ein Eigenwertproblem. Ich bestimme die Eigenwertwerte der transponierten Google-Matrix. Ja? Und zwar zum Eigenwert 1. Ne? Ja? Hier steht quasi eine 1 davor. Ne? Und das PR, das ist ja der PageRank-Vektor. Ja? Das ist also ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von der transponierten Google-Matrix. Ja? So, und ja, dieser PageRank-Vektor erhält natürlich dann die Seiten als Komponenten, ne, die halt von Google dann als relevant empfunden werden. Ne? Ja, also die erste Komponente ist dann die relevanteste Seite, die zweite Komponente die zweitrelevanteste Seite und so weiter. Ne? Ja, also, ne? Wenn ich was google und suche nicht nach den neuesten, sondern nach den relevantesten Seiten, dann wird ein Eigenwertproblem gelöst. Ja? Gut. Ja. Was ist überhaupt ein Eigenwertproblem? Ja, ihr kennt ja aus der linearen Algebra alle noch die Eigenwertgleichung A mal V gleich Lambda mal V. A ist die Matrix, die wir betrachten. Die ist jetzt aus C, n kreuz n, also die kann auch komplexwertig sein. Theoretisch, ja, wir betrachten hier nur reellwertige Matrizen, aber die Eigenwerte, die können halt trotzdem komplex sein. Ja, es gibt eine wichtige Aussage aus der linearen Algebra: Wenn die Matrix asymmetrisch ist, dann sind die Eigenwerte reell. Ja. Aber das hat man ja nicht immer, ne? Muss ja nicht sein. Also im Allgemeinen können die Eigenwerte komplex sein, natürlich nicht aus C und N, sondern aus C, ein Tippfehler hier. Und die Eigenvektoren, die sind aus dem C hoch N ohne den Nullvektor. Ja? Also der Nullvektor ist per Definition als Eigenvektor von vornherein ausgeschlossen. Ja, wird auch falsch gemacht, ne? Bei so lineare Algebra-Klausuren bestimmen sie die Eigenvektoren. Resultat, V gleich 0, ne? Passt ja, 0 gleich 0, stimmt. Ist natürlich falsch. Ne?
Ja, da muss man aufpassen. Ja, wie gesagt, wenn asymmetrisch ist, dann hat die Matrix reelle Eigenwerte und Eigenvektoren mit reellen Komponenten. Und die Eigenvektoren bilden eine Orthonormalbasis des RON. Ja? Gut, wenn wir R als Körper zugrunde legen, gibt es auch unendlich viele Eigenvektoren. Und oft wählt man diejenigen, die auf 1 normiert sind. Ja? Ja, woran liegt das? Die Lösung des zugehörigen Gleichungssystems für die Eigenvektoren ist mehrdeutig. Ich kann das ja hier auf die andere Seite holen. Ja, dann bekomme ich dann A minus Lambda mal die Einheitsmatrix mal V gleich 0, ne, gleich dem Nullvektor. Ja, und da der Nullvektor als Eigenvektor ausgeschlossen ist, besteht der Kern der Matrix A minus Lambda mal Einheitsmatrix nicht nur aus dem Nullvektor, ja, und das bedeutet immer auch n, dass es unendlich viele Lösungen gibt. Ne? Ja. Analytisch kann man dann die Eigenwerte mit dem sogenannten charakteristischen Polynom bestimmen. Ja, man bildet die Determinante der Matrix A minus Lambda mal die Einheitsmatrix. Ja. Und weiß ja, dass die gleich 0 sein muss, ja, weil halt die Lösung halt mehrdeutig ist. Ja, und dann bestimmt man die Nullstellen des charakteristischen Polynoms, ja, die Determinante von A minus Lambda mal Einheitsmatrix ist ja ein Polynom von Grad n in Lambda. Ne? Ja. Wie realisiere ich das, dass die Eigenvektoren die Länge 1 haben? Ja gut, wenn ich sie habe, kann ich einfach durch die Norm teilen. Ich kann mir aber auch, wenn ich nur eine gewisse Anzahl an Eigenvektoren habe und weiß, die bilden ein Orthonormalsystem, das R auch N, kann ich auch mit Gram-Schmidt, ja, aus irgendeiner beliebigen Basis dann die Eigenvektoren auch bestimmen. Ne? Natürlich muss dann auch ein Eigenvektor mindestens aus dieser Basis gewählt werden. Ja. Was sind denn zum Beispiel die Eigenvektoren der Einheitsmatrix zum Eigenwert Lambda gleich 1? Ja. Das sind natürlich alle Vektoren außer dem Nullvektor. Ne? Ja? Also gibt es unendlich viele Eigenwerte und wenn ich, ne, in dem Fall alle Vektoren als Eigenvektoren habe, dann stelle ich die Gesamtmenge an Eigenvektoren natürlich durch eine Orthonormalbasis dar. Ne? Also in dem Fall durch die Einheitsvektoren. Ja, dann beschäftigen wir uns heute mal mit der Fragestellung, wie wir Eigenwerte numerisch bestimmen können. Ja? Und ja, eine gewisse Voreinschätzung liefert uns der Satz von Gerschkorin. Ja, dieser Gerschkorin liefert die sogenannte Gerschkorin-Kreise. Ja, und die kann ich halt ganz einfach bestimmen. Ne? Die kann ich ganz leicht aus meiner Matrix ablesen. Ja. Unterschieden wird hier zwischen den sogenannten Zeilenkreisen und den sogenannten Spaltenkreisen. Ja? In Zeilenkreisen ist der Mittelpunkt jeweils das Diagonalelement, bei den Spaltenkreisen genauso. Nur die Radien unterscheiden sich halt. Der Radius eines Zeilenkreises ergibt sich jetzt aus der Summe der Beträge der Nicht-Diagonalelemente in der Zeile. Ja? Und bei den Spaltenkreisen in der Spaltung. Ja? Ja, und
dieser Satz besagt, dass jeder Eigenwert von A in der Vereinigung der Zeilenkreise und Spaltenkreise liegt. Ja? Okay, das willst du in der Tafel mal motivieren und dann kommen wir auch an der Tafel, das auch zum ersten numerischen Verfahren. Ja, also Kapitel 6, Eigenwertprobleme. Und 6.1, der Stromkreise. Also diese Kreise kann ich ja ganz leicht bestimmen. Ne? Ja. Und wenn diese Kreise irgendwie isoliert liegen, ne, ja, dann unterscheiden sich halt die Eigenwerte irgendwie signifikant voneinander. Und in so einem Fall kann man halt erwarten, dass wenn ich jetzt ein numerisches Verfahren anwende und ich quasi in der Nähe des Eigenwertes starte, also irgendwie innerhalb von so einem Kreis, dass ich dann auch wirklich gegen diesen Eigenwert hier konvergiere. Ne? Ja, dementsprechend hier auch. Ne? Ja, also wenn die Kreise isoliert liegen, das heißt, dass sie sich auch nicht überlappen, dann wird das Problem, die Problemstellung numerisch gutartig sein. Wenn sie sich überlappen, also wenn das so aussieht, ne, also im schlimmsten Fall können die Kreise sogar konzentrisch sein. Ja, oder sie überlappen sich halt irgendwie. Ja? Okay. Numerisch bösartig sagt man nicht. Also überlappen konzentrisch. Schreibt man numerisch schlecht konditioniert. Ja? Ja, in so einem Fall weiß ich nicht, was dann passiert, ne, wogegen mein Verfahren konvergieren wird, gegen welchen Eigenwert und überhaupt. Ne? Ja? Ja, also die Gerstenkreise liefern natürlich noch kein numerisches Verfahren zur Bestimmung der Eigenwerte, aber halt ja, so eine grobe Abschätzung, eine grobe a priori Abschätzung, die man ohne weiteres auch durchführen kann, ne, mit Hilfe der Matrix. Ja, ne, und man kann also schon mal sagen, ob das Problem numerisch gut oder schlecht konditioniert ist. Ja? So, das wische ich jetzt alles mal weg, weil für das erste numerische Verfahren brauche ich eine komplette Tafel.
Ja, das wäre der Abschnitt 6.2, Vektoriteration. Ja, das ist so das einfachste numerische Verfahren, was man sich vorstellen kann zur Bestimmung von Eigenwerten. Ja, dieses Verfahren basiert auf gewissen Voraussetzungen. Die diskutieren wir hinterher alle mal durch. Ja? Die erste Voraussetzung ist, dass A aus Cn Kreuz n ist. Okay, es muss eine quadratische Matrix sein, das ist aber klar, weil nur quadratische Matrizen Eigenwerte besitzen. Die muss diagonalisierbar sein. So, und die Eigenwerte sollen der Größe nach angeordnet sein. Und das gelte für die Eigenwerte. Ja, Eigenwert kürze ich in diesem Kapitel jetzt mal ab mit EW und Eigenvektoren mit EV. So, einer soll dominant sein. Den bezeichne ich jetzt mal mit Lambda 1. Das soll betraglich der größte sein. Ja, also Betrag Lambda 1 soll größer gleich Betrag Lambda 2 sein, größer gleich und so weiter bis Betrag Lambda n. Ja, das heißt Lambda 1 heißt dominant. So, wenn A diagonalisierbar ist, dann wissen wir, dass die Eigenvektoren eine Basis bilden, des C hoch n. Die bezeichne ich mal mit V1 bis Vn. Ja? Und V1 soll zu Lambda 1 gehören und so weiter und Vn zu Lambda n. Ne? Eine Basis und C hoch n. So. Ja, was heißt das? Moin! Olli ist wieder da. Im tiefsten Winterschlaf in der Eifel erwacht. Das Dorf ist wieder erreichbar. Das Dorf ist wieder erreichbar, genau. Die Straße ist frei geworden. Ja, das heißt, ich kann jeden beliebigen Vektor als eindeutige Linearkombination aus diesen Basisvektoren darstellen. Ja, ich brauche ja einen Startvektor, wie immer für jedes numerische Verfahren. So, ich wähle den jetzt mal nicht den Nullvektor. Ja. Also 0 ungleich x0. Naja, das soll jetzt eine Linearkombination aus den Eigenvektoren sein, also Summe i gleich 1 bis n über ai vi, ein Startvektor. Und ich setze mal voraus, dass a1 ungleich 0 ist. Ja? Gut, auf jeden Fall, wenn x0 nicht gleich dem Nullvektor ist, muss es auf jeden Fall ein AI geben, das ungleich 0 ist. Ne? Ich sage jetzt erstmal A1 ungleich 0. Diskutieren wir hinterher, inwieweit das zu Problemen führt. Ja? So, und die Vektoriteration, die geht jetzt folgendermaßen, ist ganz einfach. Ja, meine neue Iteration x1 entsteht einfach dadurch, indem ich immer mit der Matrix multipliziere. Ne? Also a mal x0, x2 wäre dann a mal x1 und so weiter. xk
wäre dann allgemein a mal xk minus 1. Ja, ich kann das aber auch mit Potenzen von a ausdrücken. Das ist auch k mal x0 für k aus R0. Ja. Okay, dann dröseln wir das mal auf. Was gilt denn jetzt für xk? Xk ist ja wie gesagt a hoch k mal x0. Naja, x0 war ja diese Linearkombination. So, das a hoch k kann ich in die Summe ziehen. Und zwar schreibe ich es hier hin, ja? Und dann kann ich die Eigenwertgleichung verwenden. A mal VI ist ja nichts anderes als Lambda I VI. Also ist das gleich die Summe über AI, Lambda I hoch K natürlich, VI. So. Jetzt gucke ich mir mal eine bestimmte Komponente von xk an. Also xkj, ja, die j-Komponente von xk. So, das ist dann die Summe über i gleich 1 bis n über ai lambda i hoch k v i j, ja? Wobei v i j natürlich dann die j-Komponente von v i ist, ja? So, ich mache jetzt mal folgende Abkürzung und Schreibweise. AI, VIJ nenne ich das einfach CI. Und dann habe ich, da stehen die Summe von I gleich 1 bis N über CI Lambda I hoch K. So. Ich bemühe mich, das jetzt mal alles auf eine Tafel zu kriegen, auch wenn das jetzt ein bisschen klatschig wird. So, wie wähle ich erstmal die J-Komponente? Also ich wähle J so, dass C1, was ja nichts anderes ist als A1, V1J, ungleich 0, ja? So, A1 ist ungleich 0, habe ich ja gesagt. Ja? Der Nullvektor ist als Eigenvektor ausgeschlossen, also wird es garantiert eine Komponente J geben, sodass V1J ungleich 0 ist. Ja? Also kann ich das machen. So, und ich erhoffe mir jetzt, dass das, was hier rauskommt, ungleich 0 ist. Weiß man noch nicht. Oder weiß man gar nicht. Ja? So, und dann ergibt sich jetzt quasi das Ergebnis der Vektoriteration. Ja, ich dividiere jetzt die J-Komponenten von zwei aufeinanderfolgenden Iterationen. Ja, also ich bilde jetzt xj k plus 1 dividiert durch xj k. Ja, da seht ihr jetzt, warum ich hier mir Gedanken drum machen muss, dass das ungleich 0 ist. So. Okay.
Diese Identität mache ich auf der nächsten Tafel. Das soll eine Fußnote sein. Ja? Das löse ich gleich auf. Ich schreibe erstmal das Ergebnis hin. Ja, das ist Bruchrechnung. Und es ergibt sich Lambda 1, das schreibt man vor den Bruch, mal 1 plus Summe von i gleich 2 bis n über ci durch c1 mal Lambda i durch Lambda 1 und das Ganze hoch k plus 1. Und das Ganze wird dividiert durch 1 plus die Summe von i gleich 2 bis n über ci durch c1 mal Lambda i durch Lambda 1 hoch k. So. Und da Lambda 1 der dominante Eigenvektor war, ja, geht das hier betraglich gegen 0. Ne? Weil die Lambda i's sind ja betraglich kleiner als Lambda 1 und dann hoch irgendwas geht gegen 0. Ja, und das heißt, betraglich geht das Ganze für k gegen unendlich dann gegen Betrag Lambda 1. Ja? Das heißt, diese einfache Vektoriteration konvergiert gegen den betraglich größten Eigenwert von a. Ja? So, diese Vektoriteration hat ihre Nicklichkeiten. Ja? Weil wir haben ziemlich viele Voraussetzungen gemacht und die wollte ich ja mal ein bisschen diskutieren. Ja, zu dieser Identität kommen wir gleich noch. Ja, erstmal steht hier ein echt größer. Das muss nicht immer sein. Ne? Das kann man nicht voraussetzen. Was passiert, wenn das nicht so ist? Naja, dann kann die eine 1 stehen. Ne? Dann konvergiert das nicht mehr gegen 0. Ne? Ja, dann konvergiert das auch nicht unbedingt. Auch nicht gegen einen der betraglich größten dann. Ne? Kann man nicht mehr erwarten. So, dann hatten wir die Voraussetzung, wo steht es? Diagonalisierbar. Ne? Ist auch nicht immer gegeben. Ne? In der Praxis. Nicht jede Matrix ist diagonalisierbar. Okay, da kann man gut leben. Ja, dann hatten wir die Voraussetzung A1 ist ungleich 0. Was ist damit? Ja gut, wir wissen, nicht alle AIs sind 0. Aber woher wissen wir, V1 ist ja der Eigenvektor zum betraglich größten Eigenwert. Woher wissen wir, dass das A1 ungleich 0 ist? Ja, wissen wir nicht. Ne? Und wenn das A1 nicht 0 ist, dann ist das C1 auch nicht 0, dann darf ich gar nicht durch C1 dividieren. Ne? Ja, also ist das Verfahren, analog zum Newton-Verfahren, auch schon mal startwertabhängig. Und ich weiß nicht, wie ich meinen Startwert wählen soll, weil ich meine Eigenvektoren ja gar nicht kenne. Ne? So, okay, das ist kein Problem, ja, weil wie gesagt, die Eigenvektoren können nicht gleich dem Nullvektor sein, aber das hier, ja, durch irgendeinen dummen Zufall kann es trotzdem sein, je nachdem was die CIs sind, dass sich da etliches weghebt und dass da Null rauskommt. Ne? Wenn es ganz blöd läuft, ist irgendein xk auch gleich dem Nullvektor. Ja? Ich brauche ja nur durch einen dummen Zufall auf irgendeinen Vektor zu stoßen, der im Kern von A liegt. Zack, habe ich in der nächsten Iteration den Nullvektor. Ne? Kann ja direkt schon mal am Anfang passieren, dass ich durch Zufall x0 so wähle, dass der im Kern liegt. Und dann bilde ich A mal x0 und es kommt 0 raus. Ne? Ja, also gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das einfachste Verfahren, was es gibt zur Bestimmung von Eigenwerten. Wenn es konvergiert, dann konvergiert es gegen den betraglich größten Eigenwert. Ja? Und mehr kann man halt
da leider nicht sagen. Gut, dann wollte ich noch diese Identität hier auflösen. Nur ein bisschen Bruchrechnung. Lass das mal stehen. Ja. Ich fange mal mit der rechten Seite an. Lambda 1 mal 1 plus, also ein bisschen Schreibarbeit jetzt. Summe i gleich 2 bis n. Ci durch C1, Lambda I durch Lambda 1 hoch K plus 1 durch 1 plus das Ganze aber nur hoch K. Ne? So. Okay, das Lambda 1 hole ich erstmal in den Bruch rein. Dann steht da Lambda 1 plus die Summe von i gleich 2 bis n über ci durch c1. So, hier kürze ich was weg, da haben wir hier stehen Lambda i hoch k plus 1 und dann im Nenner steht nur noch Lambda 1 hoch k. Den muss ich abschreiben, den Nenner. Okay. Was mache ich jetzt? Jetzt erweitere ich den Bruch mit Lambda 1 hoch k. Dann steht da Lambda 1 hoch k plus 1 plus. Und dann kürze ich hier das Lambda 1 hoch k raus. Summe i gleich 2 bis n. Ci durch c1. Lambda i hoch k plus 1 durch. Und jetzt im Nenner auch. Lambda 1 hoch k plus die Summe i gleich 2 bis n über ci durch c1 Lambda i hoch k. Ja, also den Bruch mit Lambda 1 hoch k erweitert. So, jetzt den Bruch noch mit c1 erweitert. Das ergibt dann C1 mal Lambda 1 hoch K plus 1. Dann kürze ich hier das C1 raus. Dividiert durch C1 Lambda 1 hoch K plus, dann kürze ich auch das C1 raus. Ja, die Summen kann ich zusammenfassen. Summe i gleich 1 bis n über ci Lambda i hoch k plus 1 dividiert durch die Summe i gleich 1 bis n über ci Lambda i hoch k. Und das war ja nichts anderes als xj k plus 1 durch xj k. Ja, dann haben wir's. Ja. Gut. Das stimmt also auf jeden Fall. Ne? Ja, also, was haben wir? Schreibe ich jetzt nochmal hin. Quintessenz, wenn diese Vektoriteration konvergiert, dann gegen den betraglich größten Eigenwert. Und dann gibt es halt, ne, eine Komponente J, ne, wobei halt dann alle xjk für jede Iteration ungleich 0 sind, ne, und dann die Folge der Verhältnisse xjk plus 1 durch xjk konvergiert dann gegen Betrag Lambda 1.
Ja, also, falls das Verfahren konvergiert, gut, also alle Komponenten folgen, die ungleich 0 sind, die, also wobei alle xj ungleich 0 sind, konvergieren, ne? Gegen den betraglich größten Eigenwert und insbesondere dann auch natürlich das betragliche Maximum. Ne? Und das betragliche Maximum der Verhältnisse, das Verhältnis der betraglichen Maxima, ne? Ist dasselbe. Ist egal. Also bezüglich der Unendlich-Norm, will ich sagen. Ne? Konvergiert dann auch. Ne? Also dann gilt halt das Verhältnis der Maximumsnormen. Norm xk plus 1 durch Unendlich-Norm von xk geht für k gegen Unendlich gegen Betrag Lambda 1. Ja, und wenn ich das habe, dann ist es auch egal, was ich für eine Norm da wähle, weil alle Normen sind äquivalent. Und das Ganze wird auch bezüglich der anderen Norm dann konvergieren. Ja? Das ist halt einfach mal Norm egal. So, naja, aber dieses Verfahren, was ich euch gerade vorgestellt habe, das liefert mir ja nur einen Eigenwert, ne? Noch keinen Vektor, noch keinen Eigenvektor, ja? Den hätte ich aber gerne auch, ich hätte auch gerne noch den zugehörigen Eigenvektor, ja? Und das bekomme ich mit einer sogenannten verbesserten Vektoriteration und die geht auf von Mises zurück, ja? Also verbesserte Vektoriteration nach von Mises. Ja, ich normiere das x und betrachte jetzt zk gleich xk durch Norm x. Wie gesagt, die Norm ist egal. Ja? Und dann bekomme ich die Iterationsvorschrift, xk plus 1 ist dann a mal zk für k aus n. Ja. So, ich mache jetzt eine abkürzende Schreibweise. Alpha k minus 1 soll sein das Produkt von i gleich 0 bis k minus 1 über die Normen xi. Ja? Also ein Produkt von Normen. So, dann drösel ich das mal auf. Also Betrag von Lambda 1 ist ja der Grenzwert für k gegen unendlich von, ne, haben wir gesehen, Norm xk plus 1 durch Norm xk. So. Xk plus 1 ist a hoch k plus 1 mal x0. Und xk ist a hoch k x0. Ja? Gut, das Ganze wird dann noch durch die Norm gezahlt, aber das kürzt sich in dem Fall weg. Aber jetzt brauchen wir das. So. So, der Zähler ist so ein bisschen. Also xk ist ja
Ja, schreibe ich das auch mit Pfeil. XK ist gleich, ist ja A mal ZK minus 1, ne? Das ist ja AXK minus 1 durch Norm XK minus 1. Und das und so weiter, das wäre ja A mal A hoch K mal X0. Und naja, hier steht jetzt das Produkt der Normen der Länge K minus 1, also Alpha K minus 1. Ne? Gut, also AK X0 ist dann hier rüber geholt Alpha K minus 1 mal Norm XK und im Zähler muss ich nur den Index um 1 erhöhen. Ja. Ja. Die Alphas waren die Produkte der Normen. Hier kommt jeweils im Zählernenner eine Norm dazu, also ist das Alpha K plus 1. Dividiert durch Alpha K und das ist, ja, das, da kürzt sich ehrlich das weg und es bleibt nur noch übrig die Norm von XK plus 1. Ja? So, das heißt, bei diesem Verfahren konvergiert die Norm von XK, ob da jetzt XK oder XK plus 1 steht, spielt keine Rolle, gegen den betraglich größten Eigenwert. Ja? So, ja, und wie kriege ich meinen eigenen Vektor? Den kriege ich jetzt auch. Über diese Gleichung, xk plus 1 gleich a mal zk. Naja, ich hole mal die Norm auf die andere Seite. Und, nee, ZK plus 1 ist AZK durch Norm X. AZK, das ist ZK plus XK plus 1. Ich nenne das hier mal Stern. XK plus 1 ist ja nichts anderes als Norm XK plus 1 mal ZK plus 1. Und das ist gleich A mal ZK. Ja. So. Wenn das konvergiert, ja, das geht ja gegen Betrag Lambda 1. Ne? Haben wir ja gesehen. Das geht gegen irgendeinen Vektor, den nenne ich jetzt mal V1, natürlich nenne ich den V1. Das geht auch gegen V1, ja. Ja, und dann ist V1 ein Eigenvektor, ne? Ja, also gehen die ZKs gegen den zugehörigen Eigenvektor von Lambda 1. Der wegen dieser Gleichung bis auf das Vorzeichen zumindest eindeutig bestimmt ist. Ja? Gut, aber wie gesagt, man normiert ja seine eigenen Vektoren sowieso. Hm? Gut, ja. So, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen von diesen beiden Verfahren, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Ich wollte euch mal darauf hinweisen. Peter, ich habe auch mal in deine Folien geguckt. Ich glaube, du hast nur diese Methode vorgestellt und die Vektoriteration genannt. Ne? Das findet man auch in Büchern. Ne? Also das erste Verfahren heißt dann auch oft einfache Vektoriteration und das Vektoriteration. Oder wie ich es jetzt gemacht habe, das erste Verfahren heißt Vektoriteration, das jetzt hier verbesserte Vektoriteration. Ist völlig egal. Ja? Ich meine, dieses erste Verfahren ist sowieso, kann man ja, ne, die Tonne kloppen, liefert ja nicht mal einen Eigenvektor. Ja, wenn ich
in der Prüfung nach der Vektoriteration frage und ihr stellt mir das Verfahren vor, ist das völlig in Ordnung. Ne? Ja? Ihr braucht da nicht noch großartig zu unterscheiden. Ja? Gut, dann gehen wir mal zu den Folien. Ja, erstmal ein bisschen zusammenfassend, was ich gerade gesagt habe, die numerische Bedeutung der Gleichstromkreise. Wenn zum Beispiel A diagonaldominant ist, dann sind die Radien im Vergleich zum Mittelpunkt klein. Das stimmt nicht ganz, also wenn dieses starke Zeilen- oder Spaltensummenkriterium erfüllt ist. Ne? Ja, überschneiden sich die Kreise nicht oder nur geringfügig, so liegen die Eigenwerte isoliert vor. Und das Problem ist gut konditioniert. Überschneiden sich die Kreise, so wird das Problem eher schlecht konditioniert sein. Ja. Das ist die einfache Vektoriteration. Hier habe ich es jetzt einfache Vektoriteration genannt. Und hier die verbesserte Vektoriteration oder die Vektoriteration nach von Mises. Ja? So. Man kann jetzt noch ein paar Verbesserungen durchführen. Zum Beispiel über den sogenannten Rayleigh. Quotient, ja, also wenn man einmal mit dem Verfahren den Vektor V1 bestimmt hat, ja, kann man sich dieser Gleichung hier bedienen. Ne, man nimmt die Eigenwertgleichung AV1 gleich Lambda 1V1, multipliziert diese Gleichung auf beiden Seiten von links mit V1 transponiert, dann hat man auf der rechten Seite auf der linken Seite stehen Lambda 1 mal V1 transponiert V1, das ist aber nichts anderes als das Skalarprodukt. Da V1 nicht 0 ist, darf ich dadurch dividieren. Ne? Und dann steht das da. Ne? Und damit, somit erhalte ich noch eine Verbesserung für Lambda 1. Hä? Ah, okay, nee, machen wir das zuerst. Reihenfolge ist komisch. Die Folie sollte eigentlich zuerst kommen. Egal. Ja, dann gibt es noch die sogenannte inverse Vektoriteration nach Wieland. Das ist auch eine Verbesserung. Ja, wenn Lambda jetzt schon eine bekannte gute Näherung für einen bestimmten Eigenwert Lambda J ist, das heißt, falls das gilt, ne, Lambda J minus Lambda ist dann betraglich sehr viel kleiner als die Differenz zu allen anderen Eigenwerten, ja, dann betrachte ich diese Vektoriteration mit der Matrix A minus Lambda mal I hoch minus 1. Ja. Ja, die konvergiert natürlich gegen den betraglich größten Eigenwert von A minus Lambda 1 hoch minus 1. Das ist natürlich, ja, die Eigenwerte sind ja durch die Kehrwerte gegeben, ne? Ja, und 1 durch Lambda J minus Lambda ist natürlich am größten, weil Lambda J minus Lambda am kleinsten ist. Ne? Ja? So, Betrag natürlich. Ja, da kommt irgendwas raus. Lambda kenne ich ja, ist schon eine gute Lösung. Dann löse ich das nach Lambda J auf und habe auch wieder eine Verbesserung. Gut. Ja. Wie bestimme ich denn meine anderen Eigenwerte und Eigenvektoren? Ja? Da bedient man sich der sogenannten Deflation. Ja? Man projiziert jetzt quasi, wenn ich jetzt, also angenommen, ich habe V1 schon bestimmt, dann projiziere ich quasi meine Vektoren, meine Iterationen in den Raum der von den restlichen Eigenvektoren V2 bis Vn aufgespannt wird. Ja? Das geht über diese Projektionsvorschrift, ja, und diese Vektoriteration, ja, genau, also die Projektion im Orthogonalraum zum Spann von V1, ne? Das ist quasi der Raum, der von V2 bis Vn aufgespannt wird, ne? Ja, und diese Vektoriteration konvergiert dann natürlich, weil V1 ist ja fort, gegen den betraglich zweitgrößten Eigenwert Lambda 2, ja. Okay. So, wie das natürlich immer so ist, bis jetzt immer so war, ich habe ja angefangen immer mit den schlechtesten Verfahren und bin dann
zu den besseren Verfahren übergegangen. Genauso mache ich das jetzt hier auch. Das letzte Verfahren, was ich euch heute vorstellen möchte, bezieht sich auf sogenannte Hessenberg-Matrizen. Es geht nur für Hessenberg-Matrizen. Ja, was ist nochmal eine Hessenberg-Matrix? Das heißt, ganz am Anfang mal, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich das in die Tafel geschrieben oder ich habe gesagt, wir brauchen es eh nicht. Aber ich wollte das Verfahren jetzt doch vorstellen. So, also eine Hessenberg-Matrix ist eine obere Dreiecksmatrix, wobei auf den Nebendiagonalen noch Zahlen um gleich 0 stehen können. Ja, also unterhalb der Diagonalen kann die noch voll besetzt sein. Ja? So, es gibt jetzt Verfahren, Givens-Rotation, eine veränderte Householder-Variante oder Gauss oder was auch immer, mit denen man halt jede beliebige Matrix auf Hessenberg-Form nehmen kann. Und das Schöne ist, dass sich die Eigenwerte nicht ändern. Ja? Das heißt, ich kann eine beliebige Matrix erstmal auf Hessenberg-Gestalt bringen, ja? Und kann dann meine Eigenwerte bestimmen. Ja? Und das machen wir wie folgt. Das präsentiere ich jetzt noch an der Tafel. Da, ich werde den Abschnitt 6.3. Hessenberg-Matrizen. So, also, sei B eine Hessenberg-Matrix. Und Lambda irgendeinen Eigenwert von B, den ich bestimmen will. Ja, ich betrachte jetzt das lineare Gleichungssystem. B minus Lambda I, ne, mal X gleich Alpha E1. Und E1 soll der Einheitsvektor sein. So. Wenn Lambda Eigenwert ist und X ein Eigenvektor, muss auf der rechten Seite natürlich eine Null stehen, der Nullvektor. Ja, das heißt, das Alpha sollte möglichst Null werden. Ne? Das ist das Ziel. So. Ich schreibe das Ganze mal auf. Ne? B ist eine Hessen-Matrix, da fällt Hessenberg-Matrix. Ja, da fällt ja einiges weg. So, das ist ja dann B1 minus Lambda, ne? Mal X1 plus B1 2 X2 plus und so weiter plus B1n xn gleich Alpha, ist die erste Zeile. Dann steht unterhalb der Diagonale noch was, B21 x1 plus, dann haben wir hier stehen B22 minus Lambda x2 plus und so weiter bis B2n xn gleich, naja, da steht 0. Und so weiter. In der letzten Zeile haben wir stehen nur noch die zwei letzten Summanden b, n, n minus 1, xn minus 1 plus bnn minus lambda mal xn gleich 0. Ja? So. Jetzt will ich versuchen, dieses Gleichungssystem zu lösen. Ne? Meine Unbekannten sind xn, sind die xi's und das Alpha, ja? Im Endeffekt das Lambda, aber die erste Zeile liefert mir eine Abhängigkeit von Alpha, von Lambda, also das Alpha schreibe ich jetzt quasi als Alpha von Lambda, ne? Weil das ja von Lambda abhängig ist. Ja? So,
Die Länge der Eigenvektoren ist beliebig wählbar. Ja, das heißt, ich kann auf jeden Fall eine Komponente meines Eigenvektors beliebig vorwählen. Das mache ich jetzt auch. Ich wähle xn gleich 1. So. So. Jetzt erinnern wir uns mal an etwas, was zwar in der linearen Algebra vorkommt, was aber nicht so wichtig ist. Ja? Das ist die sogenannte Cramersche Regel. Ja, mit der Cramerschen Regel kann man auch mit Hilfe von Determinanten Gleichungssysteme lösen. Also man kann direkt eine Formel für die Komponenten, für die Lösungskomponenten hinschreiben, hat aber Determinanten, ja? Was in der Praxis natürlich unbrauchbar ist. Weil wir wissen ja, haben wir schon mehrfach gesehen, mehrfach diskutiert, eine Determinantenberechnung ist in N-Fakultät und das will man nicht. Ne? So, aber trotzdem, hier brauchen wir mal die Cramersche Regel, wie geht das nochmal? Ja, wenn ich die n-te Komponente, die letzte Komponente haben will, tausche ich in meiner Matrix die letzte Spalte mit dem Ergebnisvektor. Ja, also ich tue jetzt den Vektor Alpha 0, 0, 0, 0 in die letzte Spalte. Ja? Und bilde davon die Determinante. Naja. Die Determinante davon ergibt sich aus natürlich Alpha. Ja? Also ich entwickle jetzt nach der letzten Spalte. Gut, das Vorzeichen von Alpha kann noch negativ sein, das wissen wir nicht. Es spielt auch keine Rolle, spielt überhaupt keine Rolle. Wir müssen jetzt die erste Zeile und die letzte Zeile streichen, aufgrund des determinanten Entwicklungssatzes. Naja, was bleibt dann übrig hier? Eine Obo-3x-Matrix. Ja? Und wie bestimme ich nochmal die Determinante einer oberen 3x-Matrix? Ne, mit konstanten Koeffizienten auf der Diagonale. Ne? Da steht nichts mit Lambda auf der Diagonale. Ne? Ein Produkt der Diagonale. Ne? Und das ist konstant, das ist das Produkt über diese Bs. Ne? Nichts mit Lambda, wie gesagt. Ne? Das heißt, dass diese Determinante, die sich ergibt, ist eine Konstante mal Alpha. Ja? Und im Nenner steht natürlich bei der Cramerschen Regel die Determinante der Ursprungsmatrix, die war ja, ja B minus Lambda I. Ja? So, wenn ich das jetzt auflöse, dann steht da Determinante von B minus Lambda I, das heißt, das Alpha, was wir suchen, ist bis auf eine Konstante, die uns nicht interessiert, das charakteristische Polynom von B. Ja? Und davon suche ich ja die Nullstellen. Ne? Ja? Also hätte ich gerne das Alpha von Lambda gleich 0 ist. Ja? Ne? Was ja nicht verwunderlich ist, hatte ich am Anfang schon gesagt. Ne? Das Alpha muss 0 sein. Ja? Gut, ja, wie macht man das? Newton-Verfahren. Für das Newton-Verfahren brauchen wir die Ableitung. Ja, leiten wir das Ganze mal ab hier nach. Ja, die x muss ich natürlich jetzt auch alle in Abhängigkeit von Lambda setzen. Ja, und dann bekomme ich eine Produktregel da rein. Das ist jetzt dann, wenn ich ableite, b11 minus Lambda x1 Strich minus Lambda, Quatsch, nee, die Ableitung ist nach Lambda von der Klammer ist minus x1 plus B12 x2 Strich plus und so weiter bis B1 n minus 1 xn minus 1 Strich, ja? Weil xn hatte ich ja vorgewählt, Konstant 1, dessen Ableitung ist natürlich 0. Das ist dann Alpha Strich von Lambda. Zweite Zeile wäre dann B21 x1' plus
P2'2 minus Lambda x2' minus x2 plus und so weiter d2n minus 1 xn minus 1' gleich 0 usw letzte Zeile bn n minus 1 xn minus 1' minus xn gleich 0. Ja, das heißt, xn habe ich vorgewählt. Da bekomme ich xn minus 1' und so weiter. Durch das Gleichungssystem kriege ich die ganzen x'. Durch das Gleichungssystem von unten nach oben kriege ich die ganzen x'e. Und ne, von unten nach oben, hier kriege ich das Alpha', hier kriege ich das Alpha. Ja, also mache ich ein Newton-Verfahren. Alpha k plus 1 ist Alpha k Lambda. Was haben wir zu bestimmen? Ne? Lambda k plus 1 ist Lambda k minus Alpha von Lambda k durch Alpha' von Lambda k. Ne? Und die bekomme ich rekursiv durch die linearen Gleichungssysteme, die ich da oben hingeschrieben habe. Ja? Also bekomme ich, kann ich für Hessenberg-Matrizen ein Verfahren entwickeln, das quasi auf das Newton-Verfahren hinausläuft. Ja? Okay, ja. Und wir wissen, das Newton-Verfahren ist natürlich sehr stark startwertabhängig. Und wir wissen also nicht, gegen welchen Eigenwert das dann konvergieren wird. Ja? Ja, was man eigentlich braucht, ist ein Verfahren, was alle Eigenwerte liefert und alle Eigenvektoren. Ja? Und das ist das sogenannte QR-Verfahren. Das basiert natürlich, wie der Name schon sagt, auf einer QR-Zerlegung. Ja, aber das präsentiere ich euch dann beim nächsten Mal. Ja? Bis dann. Ciao. Das war jetzt eine Stunde 15 ungefähr. Ja. Ja, reicht ja.